Herzlich willkommen. Die Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg. Wir wollen hören, wie das Spiel eingeschätzt wird von Mersad Cilembegovic, dem Trainer des SSV Jahn. Herzlich willkommen. Und von Daniel Thun, unserem Cheftrainer. Sie beginnen, das ist keine Überraschung. Dankeschön, guten Abend. Ja, ein Spiel, das wir in dieser Höhe nicht verlieren dürfen. Wir haben, finde ich, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht begonnen und dann dem ersten Tor, der auch zu verteidigen war. Wir waren da einfach in dieser Phase so ein bisschen zu hektisch im Spielaufbau, schlagen langen Ball, obwohl wir keinen Druck haben. Dann geht es nochmal langer Ball und dann geht es schnell und trotzdem ist das zu verteidigen. Wir rücken zu weit nach mit der Außenverteidiger. Ja, und dann so in dieser Phase, wo wir uns jetzt befinden, kriegst du dann gleich also einen Nackenschlag, einen Elfmeter. Das ist ein Zweikampf, den man vielleicht nicht so fühlt, wenn du in einer anderen Phase bist, aber dann ist 2-0 und dann ist es sehr schwer. Und ja, den dritten und vierten haben wir, ohne das jetzt klein zu machen, Daniel, nicht falsch verstehen bitte, aber wir haben den vierten, glaube ich, selber aufgelegt. Wir könnten mit dem Ball machen, was wir wollen und dann legen wir auf. Und dann ist das aus meiner Sicht zu viel, aber trotzdem ist es ein verdienter Sieg für Fortuna. Wir befinden uns in einer schlechten Phase, wo wir seit drei Spielen einfach nicht punkten, in Hannover mit Eigentor verlieren, dann spielen wir ein desolates Spiel zu Hause. Heute zeigen schon Reaktionen und Charakter, kommen da raus, verstecken uns. Haben in den ersten Minuten wirklich auch eine und andere gute Torschance gehabt. Und leider, wenn du Tore nicht machst, dann kriegst du die und verlierst dann. Daniel und Fortuna, Glückwunsch zum Sieg und alles Gute weiterhin. Für uns bleibt jetzt nochmal kurz erholen. Bis Samstag alles zusammenbündeln, was geht und zu Hause probieren, gleich dann Döner ranzuschaffen und zu punkten. Danke. Herzlichen Dank. Fragen gibt es gleich. Danny, bitte. Ja, Mersad, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche und kann mich dem auch anschließen. Zum einen euch natürlich auch alles Gute weiterhin und auch, dass das Ergebnis so ein bisschen auch über den Spielverlauf ein wenig oder den Spielverlauf vielleicht nicht ganz so widerspiegelt. Ich glaube, beide Mannschaften waren dann auch bemüht, eine Reaktion zu zeigen. Ich glaube, Mersad mit seinem Team nach der Niederlage am letzten Wochenende, wir auch mit dem, dass wir vom ersten Moment auch viel Energie auf den Platz bringen wollten. Wir haben ja daran gedacht, dass wir das vielleicht wieder nutzen, dass wir versuchen, möglichst unser Tor dann auch zu sichern, dass wir mit allen dabei sind. Wir hatten sehr, sehr viele Wege auch zu gehen. Gerade wenn Albers dann auch mal einen langen Ball bekommen hat, dann war es schwierig, auch immer wieder auf ihn zu fallen. Und dann hat man sich so ein bisschen befreit, dann gab es ein paar Möglichkeiten. Dann haben wir nach einer wahrscheinlich unruhigen Viertelstunde aus meiner Sicht dann auch besser ins Spiel gefunden. Wobei ich nicht sage, dass wir unbedingt dann auch gerade Feldvorteile hatten, weil vielleicht den einen oder anderen Ball dann auch in der Box zu hastig abgeschlossen haben. Da hätten wir auch noch vielleicht schon uns bessere Torchancen herausspielen können. Habe aber das Gefühl gehabt, dass meine Mannschaft unbedingt wollte mit aller Macht. Und ja, dann braucht man einen Dosenöffner. Und ein Dosenöffner ist in dem Fall sicherlich das 1-0 gewesen. Und dann, ja, dann waren wir sicherlich mit sehr viel Selbstvertrauen behaftet. Unsere Spielkultur, Struktur war deutlich besser. Freue mich, dass wir mit den Wechseln, die wir vor Spielbeginn dann auch vorgenommen haben, dass die natürlich zuträglich fürs Spiel waren. Die Einwechslung hinten raus auch noch und klar, das vierte Tor, um das dann halt aufzunehmen, war sicherlich dann über und sehr glücklich für uns und freut mich aber trotz alledem, dass es, wie es entstanden ist, wenn wir beim vierten Tor sind, dann ist es die Finalisierung sicherlich dann einfach und unglücklich, aber wenn man einen Torwart gesehen hat über die 90 Minuten, muss ich auch mal erwähnen, das war schon ein richtig cooler Auftritt von ihm. Auch cool, ruhig am Ball geblieben und dann brutal Abstoß in den Lauf von Kutschu. Macht auch nicht jeder bei 3-0, also großes Lob an Flo. Guter Abend für uns, fühlt sich richtig geil natürlich an, wenn man drei Spiele nicht gewonnen hat und hat uns heute sicherlich geholfen, dann auch frühzeitig ein Tor zu schießen. Also gewonnenes Spiel, glaube ich, auch völlig verdient über 90 Minuten, aber vielleicht nicht dann in der Höhe. Danke. Ja, wir erwarten gerne die Fragen. Mikrofon kommt in diesem Fall zunächst mal zu Gianni Costa von der Rheinischen Post. Herr Thun, Sie haben es ja selber gesagt, ein, zwei Mal, dass bis zu den Toren, es geht, ein, zwei Mal, nicht. Ja. Soll ich warten oder reden? Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, das zu lösen? Mhm. Haben wir ein zweites Mikrofon da? Jetzt geht's wieder. Ich mache da zwar weiter, nicht bewegen. Wenn es losgeht. Kann auch jemand für mich halten. Ich versuche nichts falsch zu machen. Sie haben selber gesagt, dass der Spielvertrag bis zu den Toren so ein bisschen haperte.
Können Sie sich das oder können Sie das vielleicht versuchen zu erklären? Es gab auch so zwei, drei Szenen auf dem Platz, wo ein bisschen die Nerven blank lagen, woran das dann liegt und wie man das versucht in den Griff zu bekommen, dass da so ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Ja, haben wir versucht vom ersten Augenblick, als wir Jorrit Hendricks auf den Platz gestellt haben. Und genau dieser Faktor hat in den ersten 15 Minuten vielleicht nicht so 100% funktioniert, wie es dann doch. Bin ich nicht zu hören? Also, wie es dann vielleicht nicht so für uns wünschenswert in der Umsetzung war, hat er selber gemerkt. Und da hat man halt vielleicht auch gesehen, warum es in den letzten Wochen uns dazu entschieden haben, ihn nicht sofort zu bringen. Und dann war es vielleicht ein bisschen zäh. Ich fand, dass wir schon immer dann zu selten auch die ballferne Seite gefunden haben. Wir hätten über Verlagerungen mehr machen können. Gerade unser Flügel von außen, wenn er in 16er drin war, war dann häufig sehr blank, sehr frei, hat wenig Bälle bekommen. Und dann ist es sicherlich, weil es vielleicht dann auch irgendwo menschlich ist, nicht viel Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen. Und dann war es vielleicht etwas ruckelig, weil das wollten sicherlich beide Mannschaften heute vielleicht erstmal ins Spiel reinfinden. Und das ist uns dann vielleicht über den Laufe des Spiels dann doch besser gelungen. Aber vielleicht jetzt im ersten Augenblick es zu erklären, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Sebastian Hochreiner wäre der Nächste von der Bild-Zeitung. Einfach so ein... Gianni hat den Finger so abgespreizt. Okay. Das ist vielleicht das Geheimnis. Naja, okay, funktioniert. Matthew, vor der Ausführung des Elfmeters gab es viel Zeit, um zu diskutieren. Und irgendwann waren Sie auch mit dem Spiel und haben, glaube ich, über André Hoffmann eine Anweisung gegeben. War das die Anweisung, dass David Kovnatski schießen soll, oder war die vielleicht sogar eine andere? Ja, ganz offen. Ich habe hab gesehen, dass beide Spieler, glaube ich, gerne den Elfmeter schießen wollten und habe dann André zu mir geholt, weil auch das, wir legen den Schützen nicht fest. Ich finde immer, es liegt am Setting dann auch, wer fühlt sich gerade danach, wer will den schießen. Es spricht für beide Stürmer, dass sie, glaube ich, in dem Augenblick auch schießen wollten, aber es spricht auch für beide, dass sie eine Entscheidung gefunden haben, ohne dass wir eingreifen mussten. Und ich finde das eigentlich immer ganz charmant. Im besten Fall passiert dann sowas nichts. Sonst haben wir einen Jahresrückblick, wenn zwei sich streiten und auch Schnick, Schnack, Schnuck spielen und dann der Elfmeter nicht reingeht. Richtig cool verwandelt und der eine nimmt, der andere gönnt. So stelle ich mir das in der Offensive vor, weil wir ja heute auch die Offensive mal anders aufgestellt haben. Also glaube ich, dass meine Spieler da schon ganz okay mit sind. Und ich hatte André gefragt und André sagt, das Ding ist schon gelöst. Also sie wollten sich eher die Zeit lassen, um dann vielleicht auch zu gucken, wer von beiden jetzt dann auch vielleicht schießen sollte am Ende. Dann Patrick Scherer, Express. Sprich nur kurz rein, wenn es nicht klappt, einfach laut weiter. Okay, ich probiere es mal. Ja, noch klappt es. Also ich gebe mal weiter Gas. Durch diesen Sieg jetzt 4-0, das erste Mal zu 0 auch in der Saison, nächstes Heimspiel erfolgreich bestritten. Was macht das jetzt mit der Mannschaft? Was macht das mit Ihnen mental auch? Sie springen jetzt auf Platz 3, zumindest über Nacht. Wie ordnen Sie das ein? Ja, mental macht es erstmal eine Menge mit uns, weil wir jetzt auch ein paar Wochen kein Spiel gewonnen haben. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen hatten, um heute von Beginn an ein Feuerwerk abzufackeln. Aber genau das habe ich gedacht. Meine Mannschaft hat dann erstmal das bekommen, was sie braucht, was sie stark gemacht hat, dass sie die Unterstützung von mir bekommt, die Energie auf den Platz bringt. Das muss ich sagen. Die Flügel brutal immer ins Zentrum gefallen. Die Sechser sind so viel gerannt, weil halt auch das Spielgerät dann doch teilweise sehr häufig in der Luft war. Und das ist erstmal, das ist die Basis. Sie haben sich hinten reingehauen in jeden Ball. Vielleicht noch nicht so klar, wie ich es mir immer gewünscht hätte. Aber das war ihr erstes Ziel. Sie wollte zu Null spielen, die Mannschaft. Und ich glaube, das ist uns dann auch über weite Strecken gelungen. Und entsprechend bin ich da auch super glücklich mit. Und deswegen macht es mental viel mit uns. Unser erstes zu Null. Nochmal über die Höhe darf man dann streiten, sicherlich. Ich glaube trotz alledem, dass es ein verdienter Sieg ist. Tabelle interessiert mich jetzt nicht, hat mich letzte Woche auch nicht interessiert. Und dann können Sie mich jetzt häufiger noch fragen. Und ich würde sagen, am 34. Spieltag zählt sie und nicht heute. Okay. Gianni Costa macht weiter. Der hat zwei Fragen. Die eine Frage ist, nach 15 Sekunden gelbe Karte gegen André Hoffmann. Haben Sie die Szene schon sehen können? Und wenn ja, mussten Sie da so ein bisschen schlucken, weil möglicherweise auch eine andere Farbe hätte rausspringen können? Ich habe die Szene nicht gesehen. Okay, dann warten wir darauf, wenn Sie sie dann gesehen haben. Und Ihre Bewertung, einen anderen, den Sie aber wahrscheinlich ja sehr genau beobachtet haben, ist Matthias Zimmermann bei seiner Rückkehr. Da kann man sagen, so wünscht man sich wahrscheinlich einen Profi, oder? Der nach so einer schweren Verletzung wieder Vollgas gegeben hat und irgendwie nicht den Eindruck hatte, dass er so ganz lange weg war. Ja, jetzt nicht übertrieben, aber ich habe ja immer gesagt, ich liebe diesen Jungen. Also das ist wirklich geil. Vom ersten Tag an, als wir uns begegnet sind, der haut halt raus. Der hat sich so dafür eingesetzt, auch wieder gesund zu werden, hat alles dafür getan. Jetzt musste ich ihn halt letzte Woche nochmal ausbremsen. Und nochmal, Matze Zimmermann ist einer der besten Rechtsverteidiger in der zweiten Liga. Und ich glaube, das nach so langer Pause hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Gerade im Zusammenspiel auch rechte Seite mit Felix Klaus dann in der Verbindung. Dieser Ball, den er reinspielt zum Elfmeter. Also
Ich wusste, dass Mats ein Faktor ist, dass er sofort einer sein kann. Überrascht mich ein wenig, aber bei dem Jungen überrascht mich eigentlich gar nichts, weil er ist Vollprofi. So, dann haben wir noch Fragen an Sie, Herr Selimbegovic, durch Johannes Liedl, stellvertretend für die Presse aus Regensburg. Genau, Merz hat zwei Fragen an dich. Einmal von Magnus Rötzer. In der ersten Halbzeit habt ihr ein anderes Gesicht gezeigt als gegen den KSC, dann aber 4 Gegentreffer nach der Pause. Wie ist der Einbruch in der zweiten Hälfte so zu erklären? Ich finde es, dass wir auch die bis zum 1-0 auch gut im Spiel waren, also nicht schlechter. Und dann, ja, es ist so, es kommen schon Sachen zusammen in dieser Phase und es ist nicht so einfach zu erklären, aber auch einfach nicht zu wegzustecken, dass du dann innerhalb 2 Minuten so ein gutes Spiel auf einmal 2-0 hinten bist. Und findest, dass wir da auch nicht komplett auseinandergefallen sind, sondern dass also viel mehr Torschancen, so, wo man sagt, okay, das muss jetzt Tor sein, war es nicht. Wir haben es auch nicht viel produziert, aber wie schon Daniel gesagt hat, in dem Stadion, wenn du 2-0 hinten bist, dann ist schon cool, dass du so Spieler wie Henning so wechseln kannst, Qualität nochmal reinbringen. Die haben alle Bock, die haben alle Lust, die wollen alle nächste Woche wahrscheinlich spielen. Und das ist dann ja ein langer Ball von Torwart, der ist uns ein bisschen überrascht. Dann nochmal durch 5er, wo wir selber auflegen. Es passt zu diesem Moment, wo wir uns befinden. Es ist nicht so, das war jetzt alles schlecht. Es war einiges gut, einiges auch sehr ordentlich. Aber ja, da muss man jetzt durch. Haben wir 4 bekommen, wo ich sage es nochmal, wiederum jetzt zum 5. Mal. Vielleicht ist es zu viel, aber ja, weiter geht's. Ja, und Nachfrage von Heinz Gläser von der Mittelbayerischen. Ja, wie gelingt nun der Umschwung? Sind größere personelle Wechsel vielleicht ein Allheilmittel? Nochmal Grüße. Genau, wie gelingt nun der Umschwung und sind größere personelle Wechsel ein Allheilmittel? Ja, klar, wenn es nicht läuft, dann kann man alles wechseln. Nur, aber muss man sich Trainingswoche mal anschauen, muss man auch die 5 Spiele vor diesem Karlsruhe-Spiel sehen und so. Also jetzt einfach zu gehen und sagen, jetzt spielen andere 10, das habe ich, also verfolge schon auch andere Ligen und was die anderen Trainer machen und auch in Phasen, wo es nicht läuft, das habe ich noch nicht gesehen. Wir werden dann schauen, was wir aufstellen und wen wir aufstellen, aber das ist jetzt Heilmittel. Wenn das ein Heilmittel ist, dann mache ich das gerne, aber ich glaube, dass ich ein bisschen also zu lange im Geschäft bin, dass ich ganz genau weiß, dass da kein Heil- oder Wundermittel gibt, sondern gibt es Arbeit, harte Analyse und dann nächstes Spiel und dann geht es von null. Und wir spielen in unserem Stadion und da werden wir einfach probieren, nochmal ein gutes Spiel zu machen und dann zu gewinnen. Wenn es geht, ohne diese groben Fehler, die wir am Ende gemacht haben, dann sieht die heute auch ein bisschen anders aus, aber so ist das. Vielen Dank. Gerne. Letzte Fragemöglichkeit, bevor das Licht ausgeht. Keine mehr da. Herzlichen Dank an beide Herren und auch an die anwesenden Journalisten. Einen schönen Abend wünschen wir noch. Dankeschön. Dankeschön.